Liebe Schülerinnen und Schüler, guten Tag und willkommen in unserem virtuellen Kursraum für Deutsch. Drage učenice, dragi učenici, dobar dan i dobrodošli u našu virtualnu učionicu za njemački jezik. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema der Arbeitsgemeinschaften an den Schulen. Danas se bavimo temom izvannastavnih aktivnosti u školama. Nakon današnje lekcije moći ćete razumjeti kratke i jednostavne tekstove o slobodnim aktivnostima, sudjelovati u kratkoj i vrlo jednostavnoj govornoj interakciji o slobodnim aktivnostima, te pisati vrlo kratak i vrlo jednostavan tekst prema obrascu. Was ihr braucht, um erfolgreich am heutigen Unterricht teilnehmen zu können, sind euer Heft oder ein Blatt Papier, einen Kugelschreiber oder Bleistift, den Internetzugang an euren Computern, Tablets oder Handys. Ono što vam je potrebno da biste uspješno sudjelovali u današnjoj lekciji jesu vaša bilježnica ili list papira, kemijska ili grafitna olovka, te pristup internetu na vašim mobitelima, tabletima ili računalima. In jedem Moment könnt ihr in diesem Video eine Pause machen. U svakom trenutku možete pauzirati ovu snimku. Hier seht ihr vier Fotos. Auf den Fotos sind einige Aktivitäten. Was für Aktivitäten sind das? Es sind verschiedene AGs, zum Beispiel die Zeitungs-AG, die Theater-AG, die Sport-AG und die AG Kreatives Schreiben. Man kann also in verschiedenen AGs mitmachen, nicht wahr? Was sind eigentlich AGs? Es sind außerkurrikulare Aktivitäten in der Schule. Sie richten sich meistens nach Interessen der Schüler und Schülerinnen und können verschiedene Fächer erweitern oder sie sind fachübergreifend. Dakle, kakve su to aktivnosti? To su aktivnosti koje se odvijaju u školi izvan nastave, obično se ravnaju prema interesima učenika i učenica, mogu proširivati različite predmete ili su međupredmetni. Die AGs können also die verschiedensten Aktivitäten anbieten und diese Aktivitäten gehören dann auch verschiedenen Kategorien. Zum Beispiel Rechtschreibförderung ist eine AG aus der Kategorie Sprache. Betreute Lernzeit, eine AG aus dem Bereich Lernen. Und Handarbeiten und Basteln ist eine AG aus der Kategorie Basteln. Um die verschiedenen Aktivitäten in den AGs und die verschiedenen Kategorien der AGs noch besser selbstständig einzuüben, könnt ihr jetzt eine interaktive Übung machen. Die Übung ist per Link oder QR-Code erreichbar. Da biste samostalno uvježbali različite izvannastavne aktivnosti i kategorije kojima mogu pripadati, možete riješiti ovaj interaktivni zadatak. Zadatku možete pristupiti preko linka ili skeniranjem QR koda. Link glasi bit.ly.g(r)upp(e)n. Ihr sollt verschiedene AGs verschiedenen Gebieten zuordnen. Pausiert jetzt bitte die Videoaufnahme und macht die Online-Übung. Zaustavite snimku i riješite online zadatak. Wir setzen das Thema AGs fort. Ihr werdet jetzt eine Webseite besuchen, die Webseite des Gymnasiums Wildehausen, und Folgendes machen. Ihr sollt AGs aus folgenden Gebieten finden: Sport, Musik und Sprache. Die Webseite ist per Link oder QR-Code erreichbar. Link glasi bit.ly/A(G)(r)upp(e)n.
Y, M. Pausiert jetzt bitte diese Videoaufnahme, besucht die Webseite, findet die Informationen und notiert eure Antworten. Hier sind die Antworten. Sport: Badminton, Fußball, Rudern und Sporties. Musik: Band, Chor, Popchor, Streichinstrumente für Anfänger. Und Sprache: englischsprachiges Zertifikat, English Dramatic Society Plus, französisches Sprachzertifikat, Rechtschreibförderung und spanische Sprachzertifikate. Jetzt sollt ihr die Webseite des Gymnasiums Wildehausen noch einmal besuchen, aber diesmal nach anderen Informationen zu den AGs suchen. Ihr sollt ein bisschen näher die AGs Badminton und Band kennenlernen und die folgenden Infos dazu finden: Zielgruppe, Termin und Voraussetzungen. Die Webseite ist per Link oder QR-Code erreichbar. Link Glasi: bit.ly/A, g, s i brojevi 1, 2. Pausiert jetzt bitte diese Videoaufnahme, besucht die Webseite, findet die Informationen und notiert eure Antworten. Hier sind die Antworten. Badminton: Zielgruppe Jahrgänge 5 bis 8, Termin Donnerstag, 7. und 8. Stunde, Voraussetzungen Federball spielen. AG Band: Zielgruppe Jahrgänge 6 bis 13, Termin Mittwoch, 7. und 8. Stunde, Voraussetzungen ein Instrument spielen oder singen. Ich stelle jetzt die folgende Frage an euch: Welche AGs gibt es in deiner Schule? Wie könnten wir diese Frage beantworten? Wie würdet ihr die Frage beantworten? Zum Beispiel: Es gibt eine Theater-AG, eine Schülerzeitung und eine Sport-AG. Hier sind noch einige Beispiele. In meiner Schule gibt es eine Sport-AG. Es gibt aber keine Theater-AG. Es gibt 3 Sport-AGs. Gibt es eine Schülerzeitung in deiner Schule? In jedem von diesen Sätzen haben wir die Form "es gibt" gebraucht. Erinnert ihr euch an diese Form? Was bedeutet "es gibt"? Wie übersetzt man "es gibt" ins Kroatisch? Genau, "es gibt" bedeutet "ima", postoji, und kommt immer mit dem Akkusativ. Und jetzt ihr. Denkt nach und beantwortet die Frage: Welche AGs gibt es in deiner Schule? Pausiert jetzt bitte die Videoaufnahme und notiert eure Antworten. Und welche von den AGs gefallen euch? Zum Beispiel: Mir gefällt die Band AG. Das Verb gefallen, das wir hier gebraucht haben, ist ein sogenanntes impersonales Verb. Man gebraucht in der Regel nur 2 Formen: gefällt für den Singular und gefallen für den Plural. Das Verb kommt auch immer mit dem Personalpronomen im Dativ. Und warum gefällt euch gerade diese oder jene AG? Zum Beispiel: Mir gefällt die Band AG, denn ich spiele Gitarre und mag gerne in einer Band spielen. Auf die Frage warum können wir mit Hilfe von der Konjunktion denn antworten. Ihr seid wieder dran. Versucht jetzt, die 2 Fragen selber zu beantworten. Welche AG gefällt dir und warum? Pausiert die Videoaufnahme, denkt nach und beantwortet die Fragen mündlich. Gebraucht dabei das Redemittel oben: Mir gefällt, denn. Und hier ist ein Beispiel der möglichen Antwort.
Welche AG gefällt dir? Warum? Mir gefällt die Schülerzeitung, denn ich schreibe gerne. Und am Ende bleibt noch eure Aufgabe für heute. Ihr sollt einen Text zu einer AG in eurer Schule schreiben. Dabei sollte euch die Webseite des Gymnasiums Wildehausen als Vorbild und Hilfe dienen. Euer Text sollte die folgenden Informationen enthalten: Name, Zielgruppe, Termin, Leitung und Beschreibung. Ihr sollt mindestens 50 Wörter schreiben. Na samome kraju današnje videolekcije možete si postaviti nekoliko pitanja kako biste procijenili vlastiti napredak u učenju njemačkog jezika. Kann ich einige AGs nennen? Kann ich es gibt richtig gebrauchen? Kann ich das Verb gefallen richtig gebrauchen? Kann ich einer Webseite Informationen entnehmen? Kann ich meine Vorlieben mit Anregung äußern? Kann ich eine AG in meiner Schule nach Beispiel kurz beschreiben? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zusammenarbeit und bis zum nächsten Mal.